Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich begrüße alle, die heute am, was haben wir, am 2. Dezember, wer glaubt es kaum, keiner glaubt, dass schon Dezember ist, die am 2. Dezember heute live mit mir zusammen hier turnen. Ich begrüße auch alle, die sich in ihrem Kalender markiert haben, dass sie alle meine Kurse nachholen sollten, sie es nicht live schaffen. Ich begrüße auch alle, die jederzeit dazukommen, das erste Mal bei mir sind. Mein Name ist Matthias. Wir machen einen Full-Body-Workout zusammen. Auch alle Leute, die gerade aus dem Wald kommen, sind herzlich willkommen vom Morgenlauf. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Full-Body-Workout, was erwartet dich heute? Heute arbeiten wir wieder ohne Hilfsmittel und ich hatte es im Live-Chat schon geschrieben. Es gibt wieder ein bisschen was für die Kondition. Ich muss dazu sagen, ich nehme natürlich auch immer gerne euer Feedback auf und ich bekomme Nachrichten und ich bekomme Nachrichten auf dem YouTube-Kanal, wo kommentiert wird, es wird gewünscht, mit dem Handtuch zu arbeiten, es wird gewünscht, mit Flaschen zu arbeiten. Es gibt aber auch eine große Gruppe von euch, die gerne was für die Ausdauer macht, die so gerne die intensiven Cardio-Übungen mag. Und das nehmen wir heute mal wieder in den Fokus. Ich möchte dennoch, dass jeder sein Training bekommt, sodass ich wie üblich progressiv dir Optionen gebe, wie intensiv du die Übungen gestalten kannst. Wir wollen aber unsere klassischen Übungen, die wir nach und nach variieren und steigern, ein bisschen kombinieren mit den Ausdauerübungen. Das heißt, ihr wisst, ich muss dafür sorgen, dass das Mikrofon trocken bleibt. Ich habe mein Handtuch an der Seite, um dafür zu sorgen, dass die Technik auch durchhält. Ich würde sagen, viel Spaß, auf ins Vergnügen. Wie gesagt, alle Optionen und alle wichtigen Dinge zu den einzelnen Übungen gebe ich euch während den Übungen. Wir mobilisieren den ganzen Körper einmal, denn es ist ja nicht jeder heute Morgen durch den Wald gelaufen. Der ein oder andere ist vielleicht noch nicht so vorgewärmt. Dafür möchte ich sorgen, dass wir alle bereit sind für das Training. Stell dich in einen aufrechten, stabilen Stand und kreise die Schultern mindestens genauso schön und groß nach hinten, wie das unser Kameramann hier macht hinter der Kamera. Mein einzigster Live-Teilnehmer auf Sicherheitsabstand. Roll die Schultern zurück, zieh sie hinten zusammen und die Schulterblätter abwärts. Die Schulterblätter ziehen nach unten und die Mundwinkel nach oben. Traditionell. Nimm die Ellenbogen mit. Wir erweitern etwas den Bewegungsumfang. Zieh auch die Ellenbogen hinter deinen Körper. Stell dir immer vor, diese Mobilisationsübungen dynamisch im großen Bewegungsradius deiner Gelenke. Das ist wie immer wiederkehrende Dehnübungen, nur dass wir sie nicht halten, sondern immer wieder lang ziehen. Letzten 4, 3, die Arme öffnen und schließen vor der Brust. Lange Arme auf und zu. Wir wollen die Schultern vorbereiten für alle möglichen Varianten von Stützübungen und Liegestützübungen. Also auch wenn wir keine Hilfsmittel haben, nutzen wir das Körpergewicht, um uns da abzustützen und so die Arme und Schultern auch mit einzubeziehen. Bring die Arme diagonal nach oben wie ein V. Wenn du nach unten gehst, ziehst du die Ellenbogen einfach hinter den Körper. Oben weit auseinander und unten die Ellenbogen hinter den Körper ziehen. Das machen wir noch 8-mal. Die letzten 4 Wiederholungen. 3 noch. 2 noch. Große Armkreise. Über oben. Nach hinten, hinter den Körper. Schwungvoll, dynamisch. Und so groß wie möglich, um wie üblich den vollen Bewegungsumfang der Schultergelenke auszunutzen. Es gilt für alle Übungen. Du hast schönen Rhythmus hier zu spielen als Motivation. Du darfst aber jederzeit dein eigenes Tempo wählen. Das gilt für alle Übungen. So, das große Armkreisen bringt jetzt auch ein bisschen die Temperatur nach oben. 8-mal noch. Letzten 4, 3. Hände vor die Brust. Rotation im Oberkörper. Rechts und links. Es gibt ein paar Standardübungen, die gehören jedes Mal ins Warm-up rein, weil sie die besten Vorbereitungsübungen für das eigentliche Training sind. Hier involvieren wir die Rumpfmuskulatur, wärmen also auch
die gesamte Rumpfmuskulatur auf in der Rotationsbewegung. Halte den Unterkörper so stabil wie möglich. Beine fixiert, Hüften und Becken fixiert. Noch 8 Mal. Die letzten 4, 3. Wir neigen uns in die Seite. Aus dem Rumpf, beziehungsweise die Wirbelsäule neigt sich nach rechts und nach links. Zieh mit den Händen so weit wie möglich zu den Füßen. Jetzt muss ich wieder lächeln, weil Leon macht schöne Boomerangs von mir, damit schicke Instagram-Posts für Clays auch dabei sind. Ihr dürft mit mir lächeln und ihr dürft natürlich auch gerne die Stories auf Instagram und Facebook verfolgen. 4 mehr, 3 mehr, 2 mehr. Wir nehmen noch bitte die langen Arme dazu, damit es auch wieder ein bisschen größer wird. Reach. Lang. Letzten 4 Mal. 3 Mal. 2 Mal noch. Die Knie anheben im Wechsel. Knie ab. Knie ab. Rechts, links im Wechsel oder auch links begonnen. Spielt eigentlich keine Rolle. Wenn ihr Lust habt, unsere Stories ein bisschen zu verschönern, dann macht doch zwischendurch mal ein kleines kurzes Video von euch beim Workout mit mir und immer schön Clays taggen, dann können wir das auch weiter posten. Vielleicht können wir so eine gemeinsame Full-Body-Workout-Story daraus machen. Das fände ich fantastisch. Dreh den Oberkörper dazu, zum gehobenen Bein. Knee-Lift mit Rotation im Oberkörper, entweder die Arme vor der Brust oder leicht geöffnet, sodass du hier den maximalen Umfang bekommst. Wir machen noch 8 Wiederholungen. 7, 6, 5. 4 Mal noch. 3 Mal noch. Eine Traditionsübung fehlt uns noch. Die Beine gehen nach hinten im Wechsel. Das Abrollen der Fußsohle. Wie schon gesagt, so ein paar Klassiker immer dabei. Ganz wichtig hier ist das Mobilisieren der Fußgelenke. Immer wieder von der Seite gezeigt. Hinteres Bein. Strecken im Kniegelenk. Strecken aus der Hüfte nach hinten. Und sorge dafür, dass deine Ferse hinten gerade so noch am Boden ankommt. Für die letzten. 8, 7, 6, 5. Letzten 4 Mal noch. 3 mehr. 2 mehr. Wir federn auf der Stelle. Option 1. Fußballen bleiben am Boden. Sprungfreie Variante. Option 2. Tap zur Seite. Option 3. Arme dazu. Option 4. Jumping Jacks. Wir pushen die Temperatur noch ein bisschen hoch. Und die Jumping Jacks, die benutzen wir später auch nochmal für unsere Übungskombinationen. Der Klassiker unter den Cardio-Übungen, die die Herzfrequenz nach oben bringen. Letzten 4 Mal. 4, 3. Standard-Kniebeuge. Wir starten, tief und hoch zu gehen in die Beine. Die Füße stehen etwas weiter als das Becken. Knie und Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Ich wiederhole das immer, die wichtigsten Hinweise, sodass du dich jedes Mal daran erinnern kannst. Auch wenn du die Standards kennst, aber vielleicht ist ja der ein oder andere neu bei mir. Schaltet hier neu dazu. Also schau, dass Knie und Fußspitzen leicht nach außen zeigen. Der Oberkörper bleibt so aufrecht wie irgendwie möglich. Wie gesagt, wir wollen ein bisschen an die Ausdauer. Das heißt, wir kombinieren die Übungen miteinander. Nach und nach, dass jeder weiß, was kommt. Wenn du kannst, ein bisschen tiefer, der Po tiefer, die Mundwinkel noch ein kleines bisschen höher. Zunächst die letzten 4, letzten 3, komm gleich wieder darauf zurück.
Erstmal skaten wir eine Runde, rechts und links. Skate, skate, skate. Hier siehst du die gemütliche Variante, das Gewicht nur zu verlagern von einem Fuß zum anderen in die Seite. Arme mit, die Steigerung. Wir gehen in eine Sprungbewegung zur Seite. Das kann ein kleiner Hopp sein, es kann ein großer sein. Umso größer, umso dynamischer, umso intensiver spürst du deine Herzfrequenz und die Atmung. Auch das wiederholen wir gleich nochmal. 8 Wiederholungen zunächst. 4 mehr. Wir gehen in die Side Squats. Es geht rechts in die Kniebeuge, links in die Kniebeuge. Nächste Steigerung. Erste Variation der Kniebeuge. Side Squat. Du sorgst bitte dafür, dass das Becken und die Hüften zentriert bleiben. Gleichmäßig beide Füße belastet abwärts gehen. Genau. Bisschen tiefer. 8 mehr. 7, 6, 5. Die letzten 4 Mal. 3 mehr. 2 mehr. Achtung, 3er Bounce, jede Seite. 3, 3, 2, 1. Lass die Arme locker. An der Seite neben den Schenkeln abwärts hängen. Bleibe aber aufgerichtet im Oberkörper. So, ich hoffe, es wird jetzt annähernd so ein bisschen warm wie bei mir hier. 3, 2, 1. Wir wollen den Rumpf noch ein bisschen mehr in der Stabilität fordern. Das heißt, du hebst bei Wiederholung Nummer 2 die Arme nach oben. Und hoch. Down. Up. Down. 3. Hoch. Tief. Letztes Mal. Wir gehen zurück in den Skater. Rechts, links im Wechsel. Skate. Skate. Gemütlich oder intensiv? Ich habe es auf die Konditionen abgesehen. Gewicht verlagern, schön mal, rechts, links. Wir bauen gleich noch eine kleine Haltephase ein hier. Bleib noch dabei. Pausen machst du nur, wenn es unbedingt sein muss. Single, single, hold. Rechts, links and hold. Linke Seite, links, rechts, hold. Wenn du magst, kannst du die Haltephase halten oder füllen mit einem Doppelsprung. Wer schon öfter bei mir war, hat die Übung schon mal gemacht. Single, single, double skater. Single, single, double. Letztes Mal. Wir gehen zurück zum Squat. 3er Bounce. Down, lift, links. Keine Pause in der Übungskombination. Down, lift, down, add up. Bleib dabei. Last but not least würde ich gern die Übungen miteinander kombinieren. Down, up, down. Aufgepasst. Rechte Seite, Squat noch einmal. Jetzt hebst du dein rechtes Knie, gehst in den Skater. Single, single, double. Linke Seite, Squat, up. Linke Seite, Skater. Single, single, double. Rechte Seite. Squat, Arme hoch, Knee, Single. Ich weiß, das ist auch für die Koordination. Squat, Lift. Aber was Conny schafft, schafft ihr auch. Squat, Up, Down, Knee Up, Single, Single, Double, Again. Tief, Arme hoch, Bein hoch, Single, Single, Double, Squat. Lift, knee up, single. Bist du dabei? Linke Seite. Linke Seite. Rechte Seite squat. Down, up, knee lift. Single, single. Linke Seite. Knee up. Ach, das war das falsche Bein. Zweimal noch. Rechte Seite. Rechte Seite.
Single, Single. Linke Seite. Yes. Knee up. Single. And hold. Hände auf den Boden. Lauf in die Stützposition. Lauf wieder zurück. Sorg dafür, dass der Rücken gestreckt bleibt. Walk forward. Walk back. Order. In den Stütz laufen. Ich habe es versprochen. Wir benutzen das Körpergewicht, um Arme und Schultern mit einzubeziehen. Aufgepasst, wir variieren. Geh tief in die Plank. Steig jetzt mit dem rechten Fuß in angewinkelte Position und wieder zurück. Mit dem linken Fuß das gleiche. Und dann lauf zurück in den aufrechten Stand. Wiederholen. Rechter Fuß beginnt. Angewinkelte Beine, lange Beine. Links beginnt. Lange Beine. Walk back. And up. Again. Down. Walk forward. In. In. Out. Out. In. In. Immer einmal rechts, einmal links. Eine Übung, die die Rumpfstabilität herausfordert. Schau, dass die Wirbelsäule ganz stabil bleibt. In einer Linie. Letzte Runde. Slow down. Walk. Step. In. In. Out. Out. In. In. Out. Out. Walk back. Zeit, einmal trocken zu legen. Das genießt ihr als kleine Pause. Ihr könnt gerne in Bewegung bleiben. Laufen, joggen, Jumping Jacks. Schluck trinken. Ich hoffe, es geht euch mit der Kondition genau wie mir. Alle Mann wieder zurück. Wir starten die zweite Übungsrunde oder den zweiten Übungsblock. Es beginnt wieder mit einer Übung schwerpunktmäßig Unterkörper. Erste Runde waren die Kniebeugen. Jetzt geht's in die Ausfallschritte. Immer nach hinten steigen, so groß wie möglich und so tief wie möglich. Lunge, add up, lunge, add up. Aufrecht im Oberkörper. Lunge. Bin wieder bei euch. Schon machen wir noch 8, 7, 6, 5, 4 mehr, 3 noch. 2 noch. Jumping Jacks. Du kennst die Alternativen. Taps, wie beim Warm-up besprochen. Arme dazu, wenn du magst. Ich möchte gerne die Armbewegung ein bisschen ändern. 4, 3. Arme kreisen nach hinten. Circle, circle, circle. Schöne große Mobilisation für die Schultern. 8, 7, 6, 5. Wir gehen wieder in die Ausfallschritte. Here we go. Lunge. Lunge. So, hast du jetzt gemerkt? Übergang ist zügig. Das soll so sein. Down. Add up. Down. Wir machen die gleiche Variante wie bei der Kniebeuge. Dreier Bounce. 3, 2, 1. Und hoch. 3, 2, 1. Und hoch. 3, 2, 1. Erinnerst du dich ans Warm-up? Ich greife ja gerne Dinge auf, die wir im Warm-up vorbereitet haben. Hände vor die Brust. Du drehst dich zum vorderen Bein zuerst und drehst dich dreimal leicht hin und her. Zum vorderen Bein zuerst. Immer das Bein, was vorne steht. Einmal noch. Wir gehen wieder in die Jumping Jacks mit Armkreisen. Oder andere Armbewegung. Oder keine Armbewegung. Oder Saturday Night Fever. Geht auch so lang. 15 Sekunden noch. Dann machen wir es wie bei der ersten Kombi. Wir wechseln ab. Dreier Bounce Lunge mit Rotation
und viermal Jumping Jack im Wechsel. Rechtes Bein zurück. 3, 2, 1. Jumping Jack. Das war die falsche Richtung, Conny. Linkes Bein zurück. Zum vorderen Bein zuerst. Oh Gott, jetzt muss man auch mal wieder denken. Lunge rechts. Ja, es ist eine schöne Koordinationsübung, damit die grauen Zellen auf Trab bleiben. Zum vorderen Bein. Okay, ich weiß, ein paar von euch, denen ist das nicht genug. Rechts zurück. Lunge. Jump. Jump. Add up. Jack. Jack. Linkes Bein. Twist. Jump. Jump. Add up. 4. Ich mach's mal mit euch zusammen. Rechtes Bein zurück. Nach links, nach rechts, nach links drehen. Jumping Jack. 4, 3. Links zurück. Rechts drehen. Sprung. Sprung. Du weißt, der Sprung ist nur eine Option. Ich weiß nicht, was du so in letzter Zeit trainiert hast oder gemacht hast. Der Körper muss auf alles vorbereitet sein. Also lass den Sprung weg, wenn du sagst, es ist zu viel für heute. Hier nochmal die Seitenansicht. Schöne lange Wirbelsäule. Links, rechts, links. Add up. Jede Seite noch einmal. Das ist fast so schön, linkes Bein. Fast so schön wie der Kurs, ich glaube vom 24.03. oder sowas. Gut. Lehn dich nach vorne, richte dich auf. Prina weiß das ganz genau. Ich glaube der 24. oder so. Da hatten wir auch viel Ausdauer und viele gesprungene Lunges. Heute habe ich noch ein bisschen variiert mit den Cardio-Übungen zusammen. Für die Liebhaber der Kondition. Erinnerst du dich bitte an die erste Plank-Übung, die wir gemacht haben? Die würde ich gerne wiederholen. Hände auf den Boden, lauf nach vorne, rechtes Bein zuerst, in, out, dann links. In, out, out. Reicht dir das? Machst du die Übung weiter? Willst du mehr? Nächste Steigerung davon, rechtes Bein rein, linkes Bein anheben. Linkes Bein reinsetzen, rechtes Bein anheben. Wir verändern die Herausforderung an die Rumpfstabilität. Und falls ihr es nicht spüren solltet, der Rumpf bleibt ganz stabil, bewegungslos an Ort und Stelle stabilisiert. Und falls es dir nicht auffällt in der Übung, das permanente Runter und Rauf und das Abstützen, wo der ganze Körper unter Spannung ist, fordert auch die Herzfrequenz. Ein Bein angewinkelt, anderes Bein lang. Wir machen bitte noch 2 Runden davon. Schultern bleiben stabil. In, lift, and back, in, lift, and back. Letzter Durchgang. Lift, in, lift. Lauf zurück und es wird wieder Zeit, dass ich dafür sorge, dass das Mikrofon durchhält. Alle meine Teilnehmer aus dem Kursraum, erfreut euch daran, mich schwitzen zu sehen. Ich mach's mit großem, großem Vergnügen für euch. Wenn du wieder da bist, gehen wir schon mal in die Kniebeuge und wir starten noch eine Serie. Nach dem gleichen Prinzip. Schwerpunkt Unterkörper wird kombiniert. Wir setzen den Rumpf dazu, wir setzen die Ausdauer daran, wir kombinieren miteinander. 8 mehr zunächst. Eine Bewegungsrichtung, die wir in diesem Workout am Anfang nur klein gemacht haben, ist die seitliche Richtung. Die würde ich gern größer machen, mit einem Ausfallschritt. Rechts und links im Wechsel langsam. Rechtes Bein raus, in die Mitte. Linkes Bein raus.
in die Mitte. Rechtes Bein. Du kannst entscheiden, ob du lieber den Fuß nach vorne zeigen lässt. Dann ist der Bewegungsumfang nicht ganz so weit. Du schiebst hier ein bisschen mehr die Hüfte zur Seite. Du kannst auch den Schritt größer machen. Meistens dreht sich dann von selbst der Fuß mehr nach außen. Was ich gerne hätte in der heutigen Variation, ist, dass du in deinem Oberkörper mal so aufrecht bleibst wie irgendwie möglich und die Arme neben den Körper nimmst. Handflächen zeigen zum Bildschirm, falls du frontal zum Bildschirm stehst, also nach vorne, da wo der Blick hingerichtet ist. Alles Gewicht geht ins äußere Bein. Wir involvieren den Rumpf dazu. Du ziehst dich hier in die Seite und wieder zurück. Lunge, Seitneigung. Auch wie bei der Aufwärmung schon, involvieren wir ein bisschen die Rumpfmuskeln und die Beweglichkeit des Rumpfes. Lunge zur Seite mit Seitneigung des Oberkörpers. Bleib mal in der Mitte, öffne die Beine schnell auseinander und wieder zusammen. Auseinander, wieder zusammen. Oder beide gleichzeitig. Jump down, jump up. Jump down, and up. Du entscheidest, ob du lieber pam pam schnell auseinander steigst oder den Sprung nehmen willst. Down, and up. Down, and up. Wollen wir die Herzfrequenz nochmal so richtig schön hochbringen? Plank jump, Hände tief. Down. Haltezeit wird gefüllt mit einem Sprung in den Stütz. Down, jump back. Wenn du ein bisschen langsamer arbeiten willst, dann ignoriere bitte das Tempo der Musik. Und ignoriere mich. Ich kann dich auch alleine weitermachen lassen. Ist aber langweilig, oder? Down, jump back. Down. Da siehst du, Conny hört auch gleich auf. Also, ich muss durchhalten. Down, jump. And up. Zweimal noch. Einmal. Side lunge. Wir wiederholen. Lunge. Linke Seite. Lunge. Seitneigung. Zieh dich richtig schön weit. Mit dem Arm über den Kopf. Geh so tief wie möglich ins Bein. Halt den Oberkörper so aufrecht wie möglich. Schönes dreidimensionales Training wieder heute in alle möglichen Bewegungsrichtungen. Und ich möchte es nur erwähnen, falls jemand hier zum ersten Mal bei mir ist oder noch nicht so oft dabei war, einige Übungen sind stark an die Koordination gerichtet. Das braucht ein bisschen Vorbereitung. Du kannst jederzeit mal eine Übung weglassen. Und noch viel besser, du kannst es jederzeit wiederholen. Es ist auf YouTube. Du kannst üben und üben und üben, bis es besser wird. Wir kombinieren Side Lunge und Plank Jump. Down, Jump. Linke Seite. Ihr kennt das Prinzip von den ersten Übungsrunden. Die Kräftigungsübung und die Mobilisation kombiniert mit der Ausdauer. Wie angekündigt, Schwerpunkt nicht nur dreidimensional, sondern besonders viel für die Kondi, Ausdauerkondition. Wir machen noch 4 Runden. Linke Seite. Plank Jump. Zweimal noch. Ihr könnt es langsamer machen, wenn ihr wollt. Aber ich sehe hier live und in Farbe, Conny kann das sogar schneller machen, die Übungen aneinander. Glaubt ihr das? Knaller, oder? Lehn dich nach vorne. Und hoch. Lehn dich vor. Und hoch. Gestreckte Wirbelsäule. Ich möchte gerne das Prinzip meiner Progression wieder verfolgen. Wir wiederholen
die Stützübung. Entweder aus dem Level 1 oder Level 2. Und dann machen wir noch Level 3 draus. Hände zum Boden. Gestreckter Rücken. Läufst in den Stütz. Rechtes Bein. In, in, out, out. Linkes Bein. Und wieder zurücklaufen. Das war Level 1. Level 2 war mit Bein heben. Rechtes Bein, linkes Bein anheben. Linkes Bein vor, rechtes Bein heben und zurück. Level 3, gegenüberliegender Arm dazu. Rechtes Bein rein, linkes Bein, rechter Arm. Linkes Bein rein, linker Arm, rechtes Bein. Lauf zurück. Immer kurze Entlastung. Down. Forwards. In. Lift. Sehr instabil. Super für die Herausforderung an die Rumpfstabilität. Besonders für alle, die regelmäßig normalerweise mit mir in den Kursen trainieren, wo wir immer wieder die Herausforderung suchen. Wir lieben die Herausforderung. In, lift, and back. In, lift, and back. Wir machen bitte noch einen Durchgang davon. Du kannst bei Level 1 oder 2 bleiben, aber das habe ich ja schon gesagt. Lauf zurück. Neige dich nach vorne und hoch. Letzte Übung im Stand. Ein bisschen was für die Balance. Rumpf bleibt gestreckt, lehnt sich gerade nach vorne. Rechtes Bein nach hinten, rechter Arm nach vorne. Standwaage. Und hoch. Linke Seite. Rechtes Bein, rechter Arm. Linkes Bein, linker Arm. Eine Übung fürs Gleichgewicht, bevor wir auf die Matte gehen. Ich mache spiegelverkehrt zu dir. Rechte Seite. So, jetzt fordern wir das Gleichgewicht noch heraus. Rechtes Bein, rechter Arm. Halten. Bewegt die Arme viermal über die Seite. Und richte dich wieder auf. Linke Seite. Viermal im Wechsel. Seite, Seite, Seite. Eieieiei, das muss wackeln. Rechte Seite. Vier, drei, zwei, aufrichten, linkes Bein, schön lang und die Arme entgegengesetzt, viermal, rechte Seite, lang, vier, drei, linkes Bein, vier, drei, zwei, wackel, wackel, trinkt einen Schluck, bevor wir auf die Matte gehen. Wer keine Matte hat, nimmt ein Handtuch oder irgendwas. Um es möglichst bequem auf dem Boden zu haben. Wir haben heute einen relativ kurzen Teil am Boden. Und manch einer kennt das schon aus Lockdown Nummer 1. Wenn die Zeit am Fußboden weniger ist, nehmen wir uns einfach die intensiveren Übungen. Rumpf und ein bisschen Oberkörper sind noch dran. Stufe 1, Vierfüßlerstand. Füße aufgestellt, Rumpf stabil, Knie heben, anheben und absenken. Rumpf bleibt fest, Wirbelsäule bleibt gestreckt, löse nur die Knie leicht vom Boden. Das ist Stufe 1. Zu der kannst du jederzeit zurückgehen oder auch bleiben. Stufe 2, größerer Bewegungsumfang. Du gehst bis zum V und zum Vierfüßlerstand. Bis zum V und bis zum Vierfüßlerstand.
Stufe 3. Vom V in die Plank. V. In die Plank. V. Stütz. Du siehst, wieder bleibt die Wirbelsäule komplett stabil. Rumpfstabilität. Kombiniert mit Beweglichkeit für das Hüftgelenk. Hüftbeweglichkeit und Rumpfstabilität. Letzten dreimal. Letzten zweimal. Einmal noch. Wir kommen gleich nochmal zu der Übung zurück. Senke dich bitte in die Bauchlage ab. Und strecke die Arme nach oben aus. Bauchnabel einziehen. Für die Vorbereitung. Kontrollierte Bewegung. Ober- und Unterkörper. Heben und senken. Ein kontrolliertes Heben und Senken. Langsam hoch, langsam tief. Und ich weiß, es sind ein paar Freunde der Core Roll heute dabei beim Training. Direkt vom Waldlauf ab in die Rumpfrolle. Wir bereiten uns langsam vor. Liebe Grüße. Wenn du magst, hebe eine Körperseite etwas höher als die andere. Du brauchst jetzt viel Kontrolle in der gesamten Rumpfmuskulatur, eine Körperseite höher zu heben als die andere. Das ist die Vorbereitung. Wenn du dich rantasten willst, das ist eine ganz komplexe Übung, dann roll dich auf den Boden erst zur Seite und nimm dir so ein bisschen Hilfe dabei, hier zu rollen. Du kannst auch bei Stufe 1 bleiben, einfach komplett normal anzuheben. Halte, stütz dich auf, schieb dich zurück in den Fersensitz. Wir werden beide Übungen mit einer Steigerung versehen. Wenn du Lust hast. Du kannst sie auch so lassen, wie sie war. Übung 1, V und Stütz. V und Stütz. V und Stütz. Wir wollen die Stabilität noch mehr herausfordern, indem du vom V gehst zum Stütz. Jetzt gehst du mit dem rechten Arm und dem rechten Bein auseinander und wieder zurück. Ins V, in den Stütz. Auseinander und zurück. V, Stütz, auseinander und zurück. V, Stütz, auseinander. Jetzt fehlt nur noch der Push-Up. V, Stütz, öffnen, weiter Push-Up und zurück. V, Stütz, linke Seite öffnen, Push-Up und zurück. Natürlich steht dir die Option zur Verfügung, die Knie aufzusetzen oder auch das Tempo anzupassen. Aber da wir heute nicht viele Wiederholungen der Push-Ups haben, probier ruhig den langen Push-Up auszuführen. Was ich gerne hätte in der Variante heute, ist, dass du hier wirklich schön weit auseinander gehst. Und wieder. V. Stütz, rechte Seite. V. Stütz, linke Seite. Zweimal noch. Letzter Durchgang. V. Stütz, letztes Mal. Letzter Push-Up. Yes. Bring die Füße nach vorne. Oder setz dich zu Hause so, dass du Platz hast hinter dir. Aus dem Sitz den Rücken leicht runden und aufrichten. Wenn du Hilfe brauchst, nimmst du dir die Hände in die Schenkelrückseite.
Wenn du keine Hilfe brauchst, entscheidest du, wie weit du gehst. Bis hin zum vollen Bewegungsradius. Roll down and roll up. Roll down and roll up. Wenn das aus irgendwelchen Gründen für dich unbequem ist, mach die Crunches. Wenn möglich, mach die ersten Wiederholungen im vollen Bewegungsradius der Wirbelsäule. Wir enden sowieso gleich in den Crunches gemeinsam. Bleib tief und da sind sie. Kleine Crunch-Bewegung. Heben, senken. Ihr Lieben, zum Abschluss des heutigen Workouts machen wir noch die andere Hälfte der Rumpfrolle. Die noch schwierigere Hälfte der Rumpfrolle. Letzten vier Crunches. 4, 3, 2. Halte. Nimm die Beine hoch. Angewinkelt rollst du dich jetzt leicht auf eine Seite, über die Mitte, leicht in die andere Seite. Hältst die Spannung und die Kontrolle im Bauch. Aber du erinnerst dich an die gerade eben ausgeführte halbe Rumpfrolle, frei übersetzt aus dem Englischen die Core Roll. Da hatten wir lange Arme und lange Beine, oder? Was ist das hier für ein Schnickknack? Arme lang, Beine lang. Roll. Center. Roll. Center. Die Übung kriegt von mir deutlich mehr Punkte für deine B-Note, wenn du sie kontrolliert ausführst und nicht plumpst von einer zur anderen Seite. Ich vergebe jetzt gleich meine B-Note. Ich muss nur meine Spionagekameras in euren Geräten einschalten, dass ich euch durch die Linse sehen kann. Das ist übrigens mein Wunschtraum dieses Lockdowns. Versteckte Kameras bei euch anzubringen und euch heimlich zu beobachten. Bisschen Spaß muss sein, oder? Versuch so kontrolliert wie möglich über den Rücken auf die Seite zu rollen. Über den Rücken auf die Seite. Und wir machen noch 4 Wiederholungen. Und die letzten. 3. Und die letzten. 2-mal. Ein letztes Mal. In der Mitte halten. Oberkörper, Rotation, Beine im Wechsel. Für die letzten Sekunden. Dann mobilisieren wir uns aus. Du hältst noch durch die letzten. 8, 7, 6, 5. Jetzt verpasst der Kameramann gleich, wie ich meine Musik ändern will. Ich bin gleich wieder da. Der ist nämlich extrem fleißig wieder. Auch in Lockdown 2 ist unser Conny voll im Einsatz hier hinter der Kamera. Zieh dir bitte die Beine entspannt im Wechsel. So weit wie möglich an die Brust und auch so ein bisschen nach außen Richtung Schulter. In deinem Tempo. Schön ranziehen, fast vor dem Knie und zieh nach außen, beug die Hüfte so weit wie möglich. Zieh dir die Beine heran, heb den Kopf, mach dich mal klein und rund, so klein wie möglich. Und dann schaukeln wir auf dem Rücken. Das ist auch eine Traditionsübung. Die wohlverdiente Rückenmassage zum Abschluss nach dem Workout. Komm nach oben, Beine weit, aufrecht, zieh dich mit der rechten Hand zum rechten Fuß und zieh den linken Arm über den Kopf. Das gleiche abwechselnd
von Seite zu Seite. Jede Seite noch einmal. Die Füße gehen nach hinten oder dreh dich auch einfach um, wenn es geht zu Hause. Im Vierfüßerstand. Den Rücken strecken, beugen, strecken, beugen. Eventuell kannst du die Hände ein bisschen weiter nach vorne setzen, mach dich rund und dann lass dich bitte in die Hüften hängen, streck dich durch. Komm nach oben, wieder runden, Nasenspitze zum Bauchnabel und einhängen. Runden und einhängen. Komm dann in eine bequeme Sitzposition, so wie es für dich zu Hause am gemütlichsten ist. Roll die Schultern ein paar Mal zurück. Den Nacken locker lassen. Gerne den Kopf auch mal von rechts nach links bewegen. Gerade bei der letzten Übung hat man ja viel Spannung hier in der Halsmuskulatur, bei unserer halben Rumpfrolle. Und das war wieder wunderbar an dieser Stelle. Zeit. Danke zu sagen, dass du eingeschaltet hast, dass du mitgemacht hast. Danke auch allen, die live dabei waren, für eure Kommentare. Liebe Grüße vom gesamten Technik- und Kamerateam hier aus dem Clays. Und falls jemand, wie gesagt, zum ersten Mal dabei war, ihr habt auch die Option, wenn ihr unser Livestream-Videoprojekt unterstützen könnt und möchtet, über einen Button auf der Internetseite eine Spende für unser Videoprojekt abzugeben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, das Workout hat euch gefallen. Ich hatte Spaß. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt fit und gut gelaunt. Tschüss.